Hallo. Ich würde loslassen. Also die Kupplung. Ich lass los. Ja, wenn du dich die Kurve fährst mit getretener Kupplung, wird dein Auto immer schneller. Also es passiert quasi genau das Gegenteil von dem, was du gerne hättest. Habe ich jetzt immer so geraten. Kupplung und Stopp. Einfach stehen bleiben. Hat er dir jetzt gegeben, gesehen? Ja. Dann fahren wir. Spiegel wieder kontrollieren, ne? Der Ali. Da gibt er uns ein Lichtstube, gibt's auch ja nicht. Super. Super, Ali, danke. Oh. Ist ihm auch scheißegal, irgendwie. Und dann rechts weiter. Schon erster Gang. Und wenn du nicht musst, bleiben wir nicht stehen, ne? Musst du? Ich muss nicht. Ganz geil, wenn mein Sohn einfach wie so ein kleiner Samba-Krieger immer im Kreis tanzt. Wie ich schon weiß, musst du? Nein, ich muss nicht. Ich tanze nur so. Ah, okay. Und die erste aus dem Kreis wieder raus. Wir fahren dann direkt auf das TÜV-Gelände, dass wir von da quasi auch vernünftig starten können. Ja, und dann fahren wir hier rechts auf das TÜV-Gelände. Dann fahren wir links. Und dann suchst du eine Stelle zum Umkehren aus. Mir ist egal wo. Oh, das ist ein bisschen weit weg. Du schaffst das schon. Komm, wir probieren mal. Wir müssen noch weiter zurück, noch 5 Meter, ne? Also mitten auf dem Parkplatz. Ja klar, kannst du nicht mitten auf dem Parkplatz umkehren. Also wenn, dann schon ordentlich. So, jetzt machst du die Blinker. Ich glaube, dann kann der Sascha vorbei oder nicht. Kommunikation ist hier wichtig. Nicht raten, ne? Also dann guckt euch immer an und dann entscheide oder ja oder nein. Da, und dann fahren wir links rum und verlassen den Parkplatz rechts wieder. Links? Hier rechts. Du bist ganz schön mutig. Warum? Langsam weiter. Hast du den im Augenwinkel gesehen? Nee, das ist ja das. Weil du nicht, du musst nach links gucken und nach rechts fahren. Links fahren wir auf den Parkplatz, sonst passiert dir das. Und der war noch Fahrschulwagen, der war noch lang. Hier auf dem Parkplatz. Der war noch Fahrschulwagen, der war noch langsam. Wenn du da so einen Private-Typen hast, der fährt auch mal schneller, dann ist sofort Party zu Ende. Das ist das Gleiche, was ich meine beim Kreisverkehr. Du musst da reinfahren mit den Augen quasi auf der linken Seite. Dann hier so links rum. Wir müssen einen schönen Parkplatz hier finden. Links, oder? Nee, nee. Nee. Geradeaus und dann rechts. Also hier rechts quasi. Mit Blinker und so. Für die Fans immer blinken. Dann am Ende links. Und da hinten rechts steht so ein grauer. Siehst du den? Ja. Neben dem bleiben wir, also parken wir quasi. Also jetzt schon einen Blinker anschmeißen, dann checkt immer jeder, was du willst. Genau. Blinker rechts. Ist auch interessant, ne? Guck mal, hier ist ein Auto, das hat so eine Plakette, da steht 823 drauf.
Weißt du, was das bedeutet? Du wirst schon längst abgelöst. Das kann man so sagen, ja. Der ist schon längst abgelaufen, ja. Ja, schon ein bisschen länger her. So alt sieht das Auto gar nicht aus. Warum? Ich habe bei Christoph gelernt, wenn ich das Auto nicht mehr sehe, soll ich ein bisschen ausrichten wieder. Also einfach nur gerade nach vorne. Okay, cool. Ich frag immer für einen Freund. Also. So. Weil einfach wollte ich auch mal wissen, warum. Guck, jetzt sehe ich das wieder. Jetzt. Okay. Ich sage okay. Okay. Ja. Gut. Muss ich sagen. Ich auch. Finde ich gut. Dann fahren wir rechts rum weiter. Und dann links weiter. Sieh aus, links. Nee, nee, links, links. Also wir wollen links. Mit Blinker wieder und so. Genau. Und dann rechts. Ruhig Kupplung drücken und so, ne? Lass dich da nicht ärgern, nicht drücken, nicht pushen. So, ich würde gerne rechts weiterfahren. Viel lenken, genau, und links gucken. Das ist der Trick. Nicht schnell weg. Ja. Dann die erste wieder raus aus dem Kreis. Mach's nicht. Also, du siehst den ja. Das Risiko, dass er Gas gibt, ist viel zu hoch. Ja. Ob du das davor schaffst, ist die Antwort ja. Klar, schaffst du das davor. Aber der Prüfer ist halt kein Fan, ne? Ich weiß nicht, er ist stehen geblieben, weil er vielleicht gedacht hat, irgendwas Verrücktes passiert jetzt, aber die Ampel ist einfach nur aus. Ne? Ist ja vielleicht für ihn verrückt. Das kann sein, could be. Wir fahren in Richtung Münster und Coesfeld weiter, kann man nicht mehr so gut lesen, ist aber an der Ampel links. Haben wir aber oft heute, ne? Jetzt musst du dich reintasten, ich habe keine Ahnung, von wo die kommen, ne? Also ich würde nicht schnell fahren, fahr lieber langsamer, beobachte die Ampel, bleib stehen, ich würde nicht fahren. Ja. Ach, vor vorne, okay. Einfach beobachten, ne? Die haben jetzt eine schöne Lücke da in der Mitte. Aber guck mal, obwohl alle wahrscheinlich grün haben oder ein paar, fahren die nicht in die Kreuzung, weil du nicht weißt, wie, was, wo. Das ist ein bisschen blöde Situation. Eine blöde Situation, genau. Genauso wie dieses Bild, das sieht ziemlich blöd aus. Hallo. Ihn schön fahren, ne? Dass du genug Platz hast, wenn der auf einmal zur Tankstelle fährt oder was weiß ich, was der macht. Einfach, dass du genug Platz hast. Guck mal, die fahren direkt hinter uns mit der Prüfung. So, Prüfung? Ja, ja. Ist ja jeden Tag da Prüfung. Keine Scheiße. Naja, jetzt keine Vollbremsung, sonst wäre gemein. Angetäuscht. Wisst ihr, das meine ich, deswegen genug Platz lassen. Von mir aus Kupplung drücken, ey, langsam vorbei, ne? Damit rechnen, dass der auch die Tür aufmacht. Das war jetzt nicht so gut. Von ihm oder von uns? Von uns. Mehr Abstand, langsamer vorbei, sicherer vorbei. Fühlt sich der Prüfer direkt besser. Aber die hauen schon rechts an. Du gehst halt viel Risiko ein, wenn du da zu nah dran rumfährst, ne? Ja. Boah, guck mal, gut reagiert. Richtige Scheißsituation. Ampel ist rot geworden, gesehen? Das
voll schwer, darauf zu achten. Und gleichzeitig immer nach links guckst, auf den Querverkehr und auf die Ampel. Was macht denn jetzt? Weiß ich nicht. Der war für dich. Der war knapp zu schnell einfach. Ne? Hast du kommen lassen und dann warst du nicht konsequent. Wir fahren rechts weiter. Ja, und dann wollen wir gleich bei nächster Gelegenheit irgendwie auf diesen Parkplatz da links kommen. Sag mal, hab ich echt meinen Akkus vergessen? Hab ich die in der Fahrschule liegen lassen? Gibt's ja gar nicht. Das hätte ich von mir selber nicht gedacht. Ja, auf jeden Fall wollen wir auf den Parkplatz hier. Links. Das ist Zeit, ne? Da gar keinen nicht beeilen oder so. So, dann parken wir rückwärts zwischen Grau und Rot. Sieht gut aus. Ein Traum. Auto gucken, ne? Manche ziehen dann auf einmal vorbei oder so. Machen wir so. Dann verlassen wir den Parkplatz. Atmen. Ein bisschen zu eng geparkt, ne? Ach, ist modern. Gut gesehen. Dann links. Aber das ist hier seit Zeit, das ist rechts vor links auf dem Parkplatz hier, ne? Ja, ja. Nur, dass wir drüber geredet haben. Und dann fahren wir rechts weiter. Rechts? Bleib links mit deinen Augen. Das gleiche wieder gerade an dem Stück, weißt du? Links bleiben, rechts fahren. Also einen Original-Seitenblick machen, ne? Am besten nicht so ein. Ja, mach mal einen richtigen Seitenblick. Ja, das ist ein richtiger Seitenblick. Der ist original, genau. Alles andere ist so ein bisschen. Little bit fake. Boah, guck mal, du bist über 10. Ja, ich hätte einen zweiten bleiben können. Ja. Dann hätten wir unseren Nackenmuskeln nicht so hart trainiert. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war's. Die GoPro hat uns verlassen. Keine Akkus dabei. Ich trottel. Ich muss auch mal lernen, mit dem Fehler umzugehen. Was ist eigentlich, wenn mir sowas in der Prüfung passiert wie gerade? Was denn? Das Abwürgen? Mit dem zweiten Gang. Diese Schaukelei? Ja, wo wir. Nee, ist nicht cool. Sieht so aus, als wäre es deine zweite Fahrstunde. Aber kann dir halt mal passieren. Ist nicht so wild. Mach langsamer mit dem Fuß einfach. Du hast dir Zeit, ne? Wenn du konzentriert bleibst, dann passiert dir das aber überhaupt nicht. Das ist so, wenn du schnell weg willst und zap, 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 dann passiert das immer. Dann wird dir das auch noch nach dem Führerschein passieren. Und dann rechts weiter. Für mich ist
Nee, Sperrfläche, ne? Stoppen, klar, passen wir da durch. Aber wir sind ja Fahrschülers. Blinker, genau. Ja, so ein bisschen nach vorne fahren. Nein, nein, dürfen wir auch nicht. Das ist ja eine Sperrfläche. Dass alle anderen Autos da durchfahren, ja. Wenn der vor dir jetzt noch einen Meter nach vorne fährt, dann können wir das machen. Aber wie es aussieht, guckt er nicht einmal in den Rückspiegel. Ja, der von hinten drängelt schon, aber beste Fahrschule, tu's nicht. Dann rechts weiter. Schön bis zum Schild warten. Das ist unsere Zeit hier. Ein Traum. Da hat doch jemand eine Tüte Müll verloren, das gibt's doch gar nicht. Genau, ein bisschen pushen. Ja, kannst du jetzt gleich fragen oder auch nicht fragen. Wir fahren eh links. Ich soll trotzdem fragen. Ja, du kannst sagen, geradeaus ist eine Sackgasse, wo sollen wir lang? Und dann wird er direkt was sagen. Heißt das hier, wenn ich zwei nehme? Ja, klar. Ist ja keiner. Ich sag mal, wenn jetzt hier 1000 Fahrräder, Fußgänger wären, parkende Autos, alles voll, dann würde ich sagen, boah, mach nicht. Aber so wie jetzt, ist alles cool. Nicht ausweichen, ne? Halt deine Spur. Pass auf, wenn du so fährst, pass auf, was passiert. Siehst du, dass er wartet? Ja. Aber der wartet nur, weil du so gefahren bist. Wärst du hier rüber gefahren, hätte der gesagt, oh danke, dass du Platz lässt und fährt auch noch da durch. Und dann denkst du so, fuck, hau ab. 50, bisschen Gas geben, ne? Zumindest bis zur Kurve, dann kannst du wieder bremsen. Wieder rechts bleiben erstmal. Spiegel gucken, Schulterblick, genau. Wieder gucken und zurück, genau. Spiegel, Schulterblick. Reicht. Dann gehst du drumherum. Aber geh auch weit drumherum. Genau. Und dann gleich links weiter. Gut. Meine Herren doch. Atmen, atmen, atmen. Die Sache läuft, machst du gut. Nächste links. Und dann fahren wir rechts. Hier wird noch richtig gebimmelt. Geht nicht anders, er muss auch warten, oder sie, ne, weil sie das Hindernis hat. Habe ich jetzt auch für optimistisch gehalten, den zweiten. Ey, was machst du? Er hat gerade Lichttupo gegeben. Okay, cool. Dann trotzdem Spiegel gucken, Blinker. Ja, weil ich glaube, die wollte hier rechts, hat dann Blinker wieder ausgemacht und dann wieder... Das musste ganz klar so irgendwie dann auch danke, dass der Prüfer das checkt, ne? Weil wenn der gerade aus dem Fenster guckt und du fährst, dann ist der genauso irritiert wie ich kurz. Und dann links weiter.
Aber wenn du dann sofort sagst, ja, hat Lichthupe gegeben, dann ist schon alles cool. Ja, ich würde noch 5 Meter nach vorne fahren, ne? Ja. Damit du ja auch was siehst. Emil, was ist das denn? Ich dachte, ich kriege ein Herzchen. In Wirklichkeit kenne ich den gar nicht. Ich grüße einfach wildfremde Leute. Und rechts weiter. Nein, stell mal vor. Kannst du ein bisschen langsamer werden? Wegen diesem Buckel. Aber nicht. Aber das hier ist wichtig, ne? Hier den Fuß auf der Bremse haben, dann ist alles cool. Nächste Straße fahren wir rechts. Vor der Kurve mal lösen. Gut. Beeil dich mal nicht ganz so krass. Weil wir da vorne auf dieses Werksgelände fahren, wo drauf steht, Privatgelände, Schritt fahren, Vorsicht, Kamera, Achtung, hier gilt die STVO, CKMA, Zutritt verboten. Nehmen wir den ersten Gang. Also so oder so ist hier 10. Und gleich gucken, dass wir hier vorwärts links quasi parken. Halte ich ein bisschen rechts, genau. Hier direkt neben dem Opel? Vielleicht neben dem Tesla. Schmeißt den Blinker, machst quasi eine riesige Kurve. Kupplung schon so durchdrücken, dass du da locker stehen bleiben kannst. Ja, hat ein bisschen Angst. So ist gut. Cool. Nimm kurz einen Gang raus, zieh Handbremse an. Ich bin sofort wieder da, nur nicht wegfahren. Und dann fahren wir links. Ja, gut, dass du sie losgelassen hast. Versuch, also wenn du es schaffst, idealsten, wenn du sie gar nicht drückst. Gar nicht? Ja, weil. Nur mit Bremse. Genau, bremst du ein bisschen an, checkst das alles aus und dann kannst du rum. Weil so wirklich gebraucht hast du sie ja jetzt nicht. Hinter dir schon mal beobachten wieder. Gut. Mir ist egal, wo du gleich parkst. Wichtig ist, dass du dir einen ordentlichen Parkplatz aussuchst. Traue ich dir zu. Jetzt nicht mehr, jetzt stehst du hier drauf. Wo willst du denn jetzt warten? Ich zieh das mal. Das ist vielleicht ein bisschen doof, aber. Soll ich auch mich hier hinstellen? Oder? Du stellst dich, wo du willst. Du bist Boss. Soll ich mich hier einfach hin? Ich bin nicht da. Ich bin einfach nicht da. Du musst doch was machen. Nein, nein, ich bin nicht da. Du machst das schon alleine. Was hältst du davon, wenn ich ihm ein bisschen Platz mache? Also, es ist nur eine Idee. Du kannst natürlich machen, was du willst. Ja, warum nicht? Du kannst parken, wo du willst, wie gesagt. Musst du gucken, dass das. Das wäre eine gute Scheiße. Wenn ich später nicht da bin, musst du ja auch irgendwas ausdenken. Oder kommst du uns dann nicht mehr besuchen? Doch, stimmt. Auf eine Capri-Sonne. Capri-Sonne können wir immer vorbeikommen. Ist so. Kurbeln am besten. Wie die Omas im Einkaufszentrum. Kurbeln, 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 kurbeln. Ja, erstmal nochmal vor, oder nicht? Ja, aber kurbeln, 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 kurbeln. Kurbeln. Mhm. Das ist die
Lösung. Kurbeln, 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 kurbeln. Hast du schon gekurbelt? Na gut. Immer nur ein bisschen knapp, ne? Du bist Boss. Du bist der Kurbelchef. Was ist denn dein Auto? Ja. Gut, ist ja alles Vollkasko. Wenn du reinklatscht, holen wir uns eine neue Farbe. Ja? Warum nicht? Ich glaube, ich habe bei allen Autos jedes Jahr einen Unfall frei. Das ist ja gut. Oder? Ich weiß nicht genau, wie viele Fahrzeuge wir haben, aber es sind eine Menge Unfälle. Ich glaube, jeden Monat mit Sicherheit zwei. Dabei machen wir null. Ja, denk dran, also es wäre schön, wenn ich die Tür aufkriege. Ja? Ich bin zwar ein schmaler Kerl. Ja, ich mache gleich noch einen Zug. Ah, okay. Alles klar, ist ja alles legal ab jetzt. Also wenn ich dich besser wüsste, würde ich sagen, Bruder, das ist ganz schön knapp. Ach Mann. Also ohne irgendwie ein anderes Auto ist das echt schwierig. Das ist ja, das ist ähnlich wie bei 30, weißt du? Die Leute denken immer, 30 zu fahren wäre einfach. Also bleib mal stehen. Willst du mit deinem Hintern näher dran oder weiter weg? Weiter weg. Dann lenk weiter weg. Komplett. Genau. Dann macht dein Auto jetzt so eine kleine Kurve, okay. Und dann lenkst du wieder zurück. Und dann lenkst du es langsam aber wieder zurück. Nicht zu viel, weil sonst komme ich immer noch nicht raus. Und jetzt, wenn du gerade bist, dann machst du. Meinst du? Ja, klar. Ehrlich? Kennst du das, wenn man von sich selber denkt, man wäre breiter? Ja, wenn ich. Ja, das schaffe ich. Das schaffe ich. Ein Kampf. Ah. Aber ich habe ihn besiegt. Ist so. Durchhalten. War anstrengend? Ja, das war jetzt anstrengend. Ja, glaube ich. An sich auch wieder. Aber der Prüfer macht das halt auch manchmal gemein. Der sagt dann wirklich, ich fahre auf den Parkplatz, such dir einen Parkplatz. Und dann denken die Fahrschüler, oh mein Gott, das habe ich noch nie gemacht, sonst sagt der Prüfer mal da oder da oder da, ja. Jetzt soll ich mir einen Parkplatz suchen. Wenn der sagt, such dir irgendwo einen Parkplatz aus, meint er das tatsächlich ernst? Du kannst auf irgendeinem Parkplatz parken. Egal wo. Egal, auch wenn da gar keine Autos sind. Hauptsache, du triffst so eine Parkbox und sagst, ja, ist doch gut, hast du gemacht, weiter geht's. Das passiert auch. Aber die Fahrschüler sind dann immer irritiert, weil sie dann denken, oh, ich muss irgendwie eine super Performance hinlegen. Panik, dass wir jetzt eine halbe Stunde noch rum. Nein, nein, easy. Also such dir dann einfach irgendwo einen Parkplatz aus, wenn er sagt, such dir was aus. Deswegen sage ich das ja extra so. Ich will dich damit ja auch nicht ärgern oder irritieren. Das ist einfach so, dass der Prüfer auf den Parkplatz fährt, zum Beispiel da, wo wir waren am Theater. Mhm. Sagt der Prüfer, suchen sich irgendwo einen Parkplatz aus. Weil er nur... Sein Ziel ist eigentlich, er will runterfahren von dem Parkplatz und dabei muss man so eine enge Kurve machen. Wenn du das checkst, herzlichen Glückwunsch, wenn nicht, wird es schwierig. Und das ist das Hauptding, was er sehen will. Gut, wann sehen wir uns denn morgen? Morgen 12 Uhr irgendwas, aber heute haben wir ja nochmal. Um? 14.15 Uhr, wenn ich mich nicht. Echt? 14 Uhr schon? Ja. Nice. Ja komm, dann gehen wir mal rein, trinken eine Apfelschorle und dann sehen wir uns schon gleich wieder. Ich kann hier